Ja, gut, war wirklich, das ist der über 2-0. Und im Weitsprung eine neue Bestzeit für Steffin McCarter. Bauchführer auf 8,14 in seinem dritten Versuch. Und die Dramaturgie des Wettkampfs gibt uns die Möglichkeit, die Augen auf den zweiten Schweizer mit in diesem Wettkampf zu richten. Er steht aktuell bereit gegen Gföhler für seinen dritten Versuch. Der Herr Luftballer vor dem in Zürich. Auf geht's, Stefan. Ja, 7,56 ist noch keine Verbesserung. Am Brett hat alles gepasst vorne. Aber da liegt noch mehr drin. Und der nächste Springer im Anlauf. Der Schwede, der Olympiasieger, der schwedische Rekordhalter, Thobias Montler. Nächster Punkt. Und nach dem ersten Filmversuch, weil
Mahucci und Lassitzkene darüber sind. Ausgelassen jetzt noch mit zwei Versuchen auf 2,04 Meter. Beim tollen Versuch von McDermott in der Zeitgruppe. Radek, Juška, der Tscheche. Juška, der sechsfache tschechische Meister. Reist mit einer Saison des Meisterschaftsrekords an. Und bleibt aber weiterhin auf dem siebten Rang mit den 7 und 15. Neue Höhe, die Mondspur, die genannte Gäste, das werden unglaubliche 2,07 Meter sein. 2,07 Meter, die nötig sind, um die Olympiasiegerin vom Thron zu stoßen. Maria Lassitzkene, 2,05 Meter, Meeting-Rekord, ja, als Weltbestleistung. Aber sie hat noch nicht gewonnen. Jaroslava Mahucci, 19 Jahre jung. Sie hat noch 2 Besuche bei 2,07 Meter. Und meine Damen und Herren, erst 3 Athletinnen sind bereits 2,07 Meter oder höher gesprungen. Die Weltrekordhalterin Stefan Kostler-Dieberwald, 2,09 Meter. Und Blanka Blasic, 2,08 Meter. Das ist also die drittbeste Höhe in der Geschichte der Hochsprung, des Frauenhochsprungs. Und das ist doch unglaublich. Und die Bahn ist frei für den nächsten Versuch von Benjamin Gföhler. Der Züge steht bereit. Versuch Nummer 4. Alle zusammen. Hoch nach dem Ritt.
eine Verbesserung ganz vorne, das ist schon 7,99 aktuell stehen. Eleganz, Mauerkraft, dann 7,82. Ja, auch bei den Männern zeichnet sich ein spannender Gleichkampf ab ganz vorne. Zwischen 7,99 und 8,14 sind die drei Erstplatzierten und der nächste im Anlauf ist der Schwede Thobias Montler. Thank you.
Gföhler. Aber wir wissen, wer das ist, wer da noch steht. Alle Abfälle bei den 4 cm nächsten Sitzen hat. In diesem Wettkampf. Der Anlauf ist da für Simon Ehammer. Hat sich verändert, es bleibt noch ein Finalbestand.
Und auf dem Big Screen eine Vorentscheidung, Fragezeichen, die beiden Äthiopier Peru Aigavi und Romitz Kelcha greifen an. Und Leonetzi zeigt das Score. Wir schicken die 5000 Meterläufer mit der Welle auf die zweite, auf die letzte Runde natürlich, auf die letzte Runde, alle zusammen. Thank you.
After Olympics, finally.